Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu The Infected. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gefarmt, habe mir Blei besorgt, Kobalt fehlt mir noch, habe aber sonst mal relativ brav gefarmt, Blei aus die Höhlen, spawnt ja relativ schnell nach, kann man ja jederzeit dann nachholen wieder. Was ich gerade vorhabe, ich will diesen Steinzerkleiner haben, bevor der Patch kommt von 9.6, ich weiß nicht wann er kommt, aber es gibt ja schon einen auf Steam, so den wir diesen Progress Reporter, wie weit er ist, etc. Und der nervt diesen Steinschredderer. Und ich würde gern vorher noch Steinschreddern. Ich brauche dafür 100 Strom. Ich habe noch gar nichts an Strom. Das ist schon mal gut, ne? Wäre schon weit, ne? Dauert ja nicht lang. Fast mehr. Okay, aber bevor wir jetzt hier weiter Blödsinn reden, werde ich jetzt da oben mal die. Ja, sterben. Sehr schön. Da habe ich eine Wandherzung. Geht mit dem Upgrade-Werkzeug hier. Kann man hier mit 10 trockene Ziegel verbessern. Das ist relativ cool. Steinhammer reparieren. Achso, die Trottel, ich habe keinen Steinhammer. Das kann man auch verbessern. Die fallen nicht. Da kommen auch im nächsten Patch dann welche mit Eisenzacken. Die haben dann nicht nur diesen. Die jetzigen haben ja eine Chance, dass sie beim ersten Mal anlaufen. Platzen, eine kleine Prozentchance. Ist dann nicht mehr. Ja, was machen wir? Während ich da hier noch schön das zusammenfahre, wir werden jetzt die Batterie am Dach fertig bauen. Ich habe, wie gesagt, ich bin völlig planlos. Das ist aber normal. Das ist ja eh meistens so, wenn ich spiele. Aber in dem Fall wirklich, ich vermute mal, dass man Wind generiert man ja auch in der Nacht. Solar nicht. Das ist mal klar. Aber irgendwo wird man das vielleicht speichern können, wenn man Strom mehr verbraucht. Acker, ich denke mal, das ist die Batterie. Das werden wir jetzt mal einfach versuchen und schauen, was da rauskommt. Wenn wir die Batterie bauen, dann werden wir auch mal schauen, ob man die irgendwie miteinander verbinden kann oder ob man irgendwann Ladestand sieht oder ob ich das Bedienfeld brauche. Bla, 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 bla. Reden, reden. Jetzt machen wir mal. So. Ich schmelze hier brav vor mich dahin. Habe ich ja wunderschön alles mögliche eingeschmolzen, was ich gefunden habe. Ich habe schon wieder einiges verbraucht von meinem Team. Da fehlen noch zwei Regale. Ich brauche tonnenweise Eisen. Steinchen reinwerfen. Brennt noch ein bisschen. Noch. Ja. Gut, dann tut da mal ein bisschen was weiter. Die Ziegel da. Wir brauchen ja mal Sand danach. Ich möchte die Steinwände überall bauen. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier brauchen. Da muss ich auch mal fertig bauen. Ich habe schon angefangen, aber. Das ist so viel von diesem Klumpert. Das ist katastrophal furchtbar. Und das ist ja schlimm, was ich da deppert. Mich da blöd rennen, ja. Aber gut. Auch das. Werden wir irgendwann auf Video machen. So, drei Bleibahnen. Hoppala, jetzt sag ich schon wieder. Ich habe so eine geschissene Stoppuhr, so eine blöde Stoppuhr hier. Und hab die jetzt irgendwie nicht eingeschaltet, damit ich ungefähr die Partlänge weiß. So genau ist sie nicht, aber ungefähr. Drei Bleibahnen, vier Aluminiumbahnen, fünf Elektrikteile. Drei Bleibahnen. Vier Aluminiumbahnen. Elektrikteile, 5 waren das, glaube ich. Hoppala, das war das. Geh weg. Ich habe auch meinen Lehmextraktor übrigens hier fertig aufgebaut. Der extrahiert jetzt. Tarampada. Lehm. Erde. Die kann man wiederum zu Lehm machen. Naja, gut. Wer hätte es gedacht? So. So, jetzt habe ich hier mal diese Batterie. Da. Batterie, was machst du jetzt? Für was kann ich mit dir jetzt tun? Kann ich jetzt irgendwie da... Naja, viel kann ich nicht machen damit. Ich darf nicht die Mistkübel werfen, steht da. Okay, das ist ja auch mal was. Gut. Platzierbar, Strom. Was haben wir noch? Ein Bedienfeld. Erstmal Kupferbahn, Kupferbahn, Schrauben. Das könnten wir auch mal machen. Dann mal da unten wohin patzen.
Ach Gott, mich nervt es das so, dass man die scheiß Türen nicht aufbringt, wenn das... Es gibt ein Spiel, habe ich letztens gespielt, da geht das. Da war ich richtig stolz auf das Spiel, weil es was hinbracht hat, was die meisten anderen nicht auf die Reihe kriegen. Ja, so, glaube ich. Ja, machen wir mal hier. Man kann ja im Spiel hier alles umplatzieren. So. 4 Eisenbahn, 2 Kupfer, 2 Kobalt. 2, 2, 1, 2, 3, 4. Dacke, dacke. Oh, erledigt. 8 Schrauben. Ich habe Schrauben. Schrauben, Schrauben, Schrauben. Schrauben sind im Keller. Also meistens. Ja, aha. 2, 3, 4, 7, 8. Ich glaube jetzt 8 waren das. Mein Hirn und so. Ja. Bedienfeld. So, was kann ich jetzt machen? Gelagerter Strom, Stromkapazität. Ist das jetzt, weil ich die komische... Funktioniert das jetzt einfach so? So blub, so Tesla-spulenmäßig? Und wenn ich da jetzt ein zweites Teil daneben hinstelle, eine zweite Batterie? Warte mal, nee. Machen wir einen Strom dazu. Oder? Ich überlege gerade. Wie viele Batterien habe ich? Solar auch cool. 4 Eisen, 5 Eisen, 10 Alu, 5 Alu. Blei geht auf Nerven, Kupfer habe ich Tonnen. Kobalt auch, machen wir eine Solarzelle dazu. Stellen wir eine Solarzelle aufs Dach. Ach Gott, na. Guck, guck. Oh, oh. Beinbruch. Ah, ist ja kein Beinbruch, oder? Bleib stehen, du Sack. Jetzt kann ich eigentlich gleich sterben auch, weil... Öl. Hat schon wieder ein bisschen Leben gemacht, sehr gut. Steine gemacht, haben wir das da rein? Zwei Stock, fünf Pflanzenfasern. Ja, ich craft's geschwind. So. Welches ist denn das jetzt wieder? Nein. So. Läuft wieder. Läuft bei mir. Tut! Wie man bei uns sagt. Sagt. So. Wenn ich das jetzt hier herstellen, müsste es eigentlich auf weit weg sein. Weit, weit weg Land. Darunter Shrek. Oh. Hier. Moment mal. Da ist ein Norden. Da ist eine Sonne nie. Ach, so genau wird es nicht sein, hoffentlich. Zack, Sitz. So. 5 Eisen, 5 Alu, 4 Kupfer, 4 Kobalt. Fuck! Scheiße. Oh, fuck, kein Kobalt. Ja, das ist blöd. Sieht genau das Eisen jetzt aus. Ah, findet man ein Kobaltbahn? Ernsthaft? Soll ich da nächstes Mal einen Kobaltbahn rumkugeln? Mist, scheiße, verdammte. Ah, ich werd blöd.
Ja, Arsch. Okay. Dann Katrin und ich baue irgendwo jetzt eine Kobaltfarm auf, hol Kobalt und dann bin ich wieder hier. So. Ich habe meinen Plan ein bisschen geändert. Kommt ja manchmal vor bei mir. Ich baue zuerst diesen Schredderer da auf, weil ich brauche ja viel Eisen auch für den Extrahierer von Kobalt. Und wenn das mit dem Teil schneller geht, wäre es natürlich gescheiter, den zuerst zu craften, nachher dann den Rest. Mir fehlt jetzt ein Bahn. Wir werden jetzt kurz mal, bis das soweit ist, mit dem abmarschieren. So. Frühling! Wasser schon auftaucht wieder. Ah! Doch nicht. Braucht dann mehr Sprit. Ein Ölsauger dann. Ach, das geht mir ein bisschen auf die Nerven hier. Irgendwas ist an der Optik beim Fahren komisch, muss ich sagen. Wenn ich wirklich schnell jetzt nachher da ein Ding bekomme, vielleicht Metall, dann kann ich wirklich da schauen, dass ich das Eisen, dass ich einen zweiten Metallextraktor da wohin stelle. So. Ah, ja, klar, jetzt findet man so ein Lehmteil. Letztens habe ich es gesucht, bin ich wie ein Blöder im Kreis gerannt. Haben wir gedacht, das gibt's ja nicht, da waren immer so verdammt viele Steine von dem ganzen Mist. Ja, Scheißdreck war da. Nicht mal ein Pups von irgendeinem Viech war da, gar nichts war da. So, Lehm. Mal das Lehm auch, sehr schön. Der nervt mich. Was? Das Viech ist am Flüchten, macht aber gerade irgendwie nichts anderes als rund um mich im Kreis rennen. Noch ein Steinchen. Ja, komm. Der will ja, der legt es ja drauf an, oder? Der legt es ja wirklich schon drauf an. Steinchen. Wie schön das bei Sonnenlicht ist. Ich meine, es war auch gemütlich. Im Winter ist es auch gemütlich. Wenn Schnee, wo man einfach rausgeht, also Schnee, Bam, Wasser, spart man sich das Wasserhäuschen. Ich komm, jetzt verzieh dich. Ja, und du auch. Ja. Hä? Geh komm. Die springen wirklich wie so eine, was nicht, so eine Kröte oder so. Also so krötig sind es normalerweise, aber nicht Zombies. Hä? Warte mal. Tschüss. Erledigt. Ist sowieso gleich wieder platt. Ist aber nix. Ja, mal da auf. So, jetzt bin ich schon mal gespannt. Wie das auch immer noch mit Strom auch jetzt hinhaut, etc. Weil ich habe ja theoretisch nur das eine, jetzt seine Windrad. Der hat aber jetzt 900 Strom gespeichert. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Strom der da zieht. Ja, schauen wir mal. Haben die alle raus da? So. So, gucken wir mal. Donk. So. Aktuell aus. Toll. Gibt es da irgendwie ein, wie heißt das? Strom, der pro was nicht was zieht? Füllen wir mal an. Oder füllen wir an, ist gut. Wir haben hier jetzt 900 Kapazität. Ah. Der geht aber mittelschnell runter. So, was produzierst du jetzt? Strom da schon wieder aus, oder was? Nee, ich habe noch gelagerten Strom. 20 Sand, 3 Eisenbrocken hat er.
Quest kriegt, um alle Gegenstände zu nehmen. Aber das. Warte mal. Ah. So läuft das. Irgendwie. Ach Gott, na du blödsinniges Etwas. Da habe ich irgendwie geschissen, muss ich sagen. Produziert jetzt aus wie viel Stein? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 7. Naja, 3 Eisenbrocken aus einem Stein. Schauen wir mal. Wieder rauf. Also das ist cool. Das ist ehrlich cool. Ich verliere zwar mehr Strom, als ich bekomme. Na, no, na, nicht. Aber ich habe ja eigentlich nur einen Verbraucher gerade. Also das war ehrlich auch ziemlich wurscht. Na, wenn wir das alles dann mal nehmen. Weil mal, dann haben wir alles da rein. Füllen wir das Teil an, weil dann kann er ja werken da. Das... So, mach was. Kann man nicht eine Lampe jetzt irgendwo hinbauen? Das wäre jetzt ja cool. Lampe, Lampe, Lampe. Möbel, hier. Benötigt 10 Strom. Muhaha. Ne, das lasse ich noch. Ich brauche meinen Strom gerade für das da. Das Ding hat jetzt 80, wenn ich jetzt schlafen gehe. Weiß nicht, ob das mit der Echtzeit nur rechnet oder Ingame-Zeit auch oder so, sehen wir gleich. 80 Sand hat man ja gerade. Überrasch mich, positiv. Arschloch, blödes Teil, ohne nix. Mir raten. Saftausgang? Nö. Das haben wir nicht mehr gefreut. Nur ausgehend 100, eingehend 20. Das ist super optimal auf Dauer. Aber ja, kann man werken. So, holen wir uns mal einen Kobalt. Was schreit denn der Depp jetzt wieder? Der Durst. Jetzt gehst du gleich sterben, wenn du jetzt noch länger da rumhupfst. Du Sackelpicker. So. Jetzt reicht's. Jeder kann wirklich sterben. Der wirkt. Der wirkt auch. Also nicht mehr allzu viel. Ich habe eines da. Oh, oh, ich habe ein Kobalerz. Ich habe ein Kobalerz. Wo bin das her? Coole Sache. Kann wieder trockene Ziegel herstellen. Sehr schön. Ah, feuchter Ziegel. Trocken noch nicht. 3, 4, 5, 6, 7. Zehn. Einen noch. Und hier wieder eine Wand verstärken irgendwo. Hier. Die haben es mal auch schon eingeschlagen. So. Für den Boden brauche ich Zement. Ach Gott, na. Da brauche ich ja wieder etwas mehr, was anderes. Echt cool. Ich hätte mir so eine Animation gewünscht, dass ich das drehe. Der hatte eh hier die Zahnung und da das Zahnrad. Das müsste eigentlich irgendwie drin sein. Ja, man kann nicht alles haben. Es macht jetzt auf jeden Fall mal so schon Spaß, hier einfach mal alles rauszusammeln. Ach Gott, na, nicht schon wieder. Bumm. Komm schon. Also erst so wirklich zombie-mäßig rennen die ehrlich gesagt nicht, finde ich. Geh, bleib jetzt da. Kann ich das wieder aufheben, das ist mein Speer? Ja.
Ah, hier. Brauche nämlich was. Wow! Was war das jetzt? Ich brauche nämlich das verrottete Fleisch dann. Zwiebel wäre jetzt auch mal cool, wenn ich jetzt mal Zwiebel finden würde. Habe ich vorher anscheinend liegen lassen. So. Eigentlich wollte ich ja Kobalterz holen gehen. Jetzt unnötig, gerade kurzzeitig. Ja, ich sterbe jetzt da. Mal wurscht eigentlich. Aber Leute, der Riesenrucksack ist absolut geil. Holt euch den auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr kriegt den bei den Krokodile und. Oh. Jetzt weiß ich, warum es einen Knopf gibt: Sand wegwerfen. Gut. Merke, Memo an mich selbst. Das mache ich nicht mehr. Kann ich nichts anfangen damit? Ey, das ist Sach. Einen Schnellbutton zum Wegwerfen gibt es da ja nicht, oder? So, irgendwie. Ne, gibt es nicht. So, 20 heben wir sich auf. H für Sand wegwerfen. Gut. Rechtsklick für allgemein rausnehmen. Zwei Live noch. Komm schon. Nein! Ist das jetzt da weg, was ich gerade in der Luft gehabt habe? Also so am Mausgörser hängen gehabt habe? Nee. Hätte aber sehr wohl sein, hätte aber passieren können. Das wäre jetzt nicht so das erste Spiel, was das so handhabt. Jawohl. So, Bedienfeld. Wir haben eingehend 20. So. Frage mich, wie weit das weg sein darf, dass das zählt. Eingehend 60. Ba, 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 bam. Jetzt bräuchte man dann auch noch so eine noch mehr Kapazität. Verfügbar ist minus 40. Ja, ist klar. 60 kommt, 100 ist. Gelagert habe ich aber auch nicht viel Strom. Sehe ich gerade. Ich lasse ihn mal rennen, der hört ja auf. Was habe ich für die Batterie braucht? Das war ja dann. Das ist ja jetzt macht Spaß. Jetzt macht Spaß. Blau. Okay. Hab mich doch. Ach Gott. Dieses Scheißding stell es mal hierher, was wurscht ist. 5 Blei, 4 Aluminium, 4 Kupfer. Blei, 4 Aluminium, 4 Kupfer. 5 Blei, 4 Aluminium, 4 Kupfer. 5 Elektrikteile oder was war das? Hammer nimmer! Scheiße, wo krieg ich die wieder her? Ah, die haben bis jetzt alle zusammen gefarmt irgendwo. Aber das muss ja, das Zeug muss irgendwie machbar auch sein. Gibt's ja nicht. Kann ja nicht immer nur in die Städte. Mann, sicher, er wird, der Entwickler wird die Leute dann in die Städte rein locken, wenn es so wäre, aber es wäre scheiß Sache, sagen wir so. Das muss ich jetzt auch mal herstellen. Tuch und Kevlar. Ah, jetzt bin ich schon wieder so weit. Was genau mache ich jetzt? Ah ja, hier. Elektrikteile, also Kupferband, Plastik, Kobalt. Ah! Zum Weinen dann wirklich. Okay, ich hol Kobalt, bis gleich. So,
zurück nach einigem Rumgerenne, Rumgetue und jetzt da habe ich mir überlegt, ich baue zuerst den Ölextraktor fertig. Ich brauche Treibstoff für die ganzen Mineralextraktoren und das Essen verschimmelt mir irgendwie nicht schnell genug. Braucht ja real time, teilweise eine 1,5 Stunden, je nachdem was man halt anbaut. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich baue die Ölkannen, den Ölförderer und mit dem dann das ganze Zeug zu betreiben. Dazu brauchte ich Stahlbahn. Stahl bekommt man aus der Stahllegierung, die ist aus Erz und Blei. Ihr findet beides in die Höhlen und dann könnt ihr das herstellen. Ihr braucht es aus der Höhle, bin ich drauf gekommen, nicht mal rausgehen. Es reicht, dass ihr da drin im Kreis rennt, die spawnt so schnell wieder, dass das im Endeffekt zack, zack, zack und man kann schon abbauen. So, wenn wir hier mal noch was reinhauen alles. So. Dann schauen wir mal, was passiert. Dann sollte man die Stahllegierung haben. Was brauchen wir dann noch? Der wollte nur, dass ich schneller da unten bin. Guck, guck. Ja, 15 Aluminiumbahnen, 6 Stahlbahnen. Die 15 Aluminiumbahnen sind jetzt auch irgendwie ein bisschen heavy. Kurz mal mein Gewand aufhängen, so kalt wird es jetzt eh nicht mehr. So, die Aluminiumbahnen wären in die Richtung. So, wenn ich meine Aluminiumbahn jetzt auch noch auf die Reihe kriege, wenn ich trottel das ganze Blei mit, dann kann ich den noch fertig bauen. Dann stellen wir jetzt halt die Batterie hin. Dann den Mischer. Den Mischer brauchen wir für die Fundamente zum verbessern, weil bei den Wänden reicht ja der Ziegel, aber ich brauche für den Böden Zement. Und wir werken schon wieder wie blöd. Und wenn wir endlich dann Kobalt haben, was ich jetzt auch geschwind holen werde, dann können wir auch eine Lampe noch aufhängen, weil langsam nervt es mich, dass ich nie was sehe da drin. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich bei meiner Farm hier sein. Ich hoffe, das hat schon ein bisschen Aluminium für mich rausgebohrt. Wir werden auf jeden Fall viel Öl brauchen dann. Oh, 2! Ernsthaft? Aber das ist zu wenig! Na gut. Also sein. Habe ich sogar noch ein bisschen was von dem Zeug. Meins mit. Füllen wir es wieder an. Gut, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich auch nicht, das will ich auch nicht. Mach was. So. Gut. Ich gehe schon Kobalt auch holen. Und wir sehen uns in der Base. So Leute. Ich bin jetzt wieder zurück vom Kobalt holen, vom Kupfer holen, vom Aluminium holen. Die Ausbeute war, wie sagt man das förmlich? Ach, keine Ahnung, miserabel. Weil, aus irgendeinem Grund, ich meine, es dauert 5 Minuten, bis es einmal rausbohrt. Und im Endeffekt habe ich ja das Problem gehabt, dass da auch Kohle und alles dabei war. Gut, aber ich habe es geschafft, 3 Kobalt zu bekommen, habe hier die Elektrikteile fertig gebaut. Zu unserem einen Windrad, das wirkt richtig motiviert, das Windrad. Kein Wunder, dass da nichts rauskommt. Viel Batterien und werden die Solarzellen wahrscheinlich sogar besser. Wir haben jetzt 2000 Speicherplatz für Strom und wir haben 60 noch immer incoming. Und jetzt könnten wir noch überlegen, was wir jetzt noch als nächstes bauen. Ich meine, das ist schon für den nächsten Part dann. Ein Kreissägetisch wäre mal cool, weil Eisenbahn kriege ich jetzt noch und nöcher Kobaltbahn. Ja, ich müsste jetzt mal eine Weile lang das Ding rennen lassen für Kobalt. Beziehungsweise einen zweiten Extraktor aufstellen, aber ich brauche das Ölteil mal. Mir geht wirklich ein einziger Aluminiumbahn ab, auf 15, um das aufzubauen. Habe ich aber nicht.
Noch Steine? Keine Steine auch mehr. Ja. Was könnte man dann noch machen? Ich meine, gibt noch einiges, keine Sorge. Ich überlege mir gerade die Reihenfolge. Zehn Aluminium, vier Kobalt, fünf Aluminium. Es wäre vielleicht allgemein praktisch, wenn ich mal mehr von denen baue. Da brauche ich weniger Aluminium, also weniger Ressourcen. Dafür brauche ich die Batterien dafür, aber die wiederum können dann wahrscheinlich die ganze Nacht durchhalten, wenn geladen. Sagen wir mal so. Das heißt, ich brauche Aluminium. Gut, das wird eine Weile dauern, bis ich das habe. Ich werde mir da mal ein bisschen was zusammensuchen. Da Eisen ist ja jetzt kein Problem mehr. Jetzt sind eher die Steine das Problem. Wir werden hier da den Mischer. Was braucht denn der Mischer? Der Mischer fehlt mir nämlich auch noch. Den hätte ich nämlich auch gern. Schön, dass das alles sonstiges ist. Ofenteil. Ja, wir werden auf der hinter mir, also hinter dem Charakter jetzt, werde ich Schleifrad. Ja. Hinter mir werden wir dann da das Essen übrigens machen. So. Ansonsten werden wir hier den Mischer auf der Rüberseite noch bauen. Da brauchen wir die Elektronikteil, dafür brauchen wir Kobalt und das Ganze, die Katze beißt sich sogar selbst in den Schwanz. Das dauert noch etwas. Ja, Lampen werden wir dann auch verteilen. Ah, wir haben noch ein paar Parts. Gut, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann geht's weiter mit. Ich sehe gerade, ich habe ein Fenster, vielleicht könnte ich die auch mal bauen. Base Defense wäre mal cool. Vielleicht mit Zement da unten das machen. Vielleicht Zacken rundum. Wir müssen aber zuerst noch irrsinnig viel Eisen schürfen hier. Weil das wird im nächsten Patch genervt. Natürlich dann. Original mittelcool. Na, sind wir hier. Alles da rein. Kann man eigentlich, wie schaltet man den eigentlich so ein? Kann man den so eigentlich einschalten? Nee, man braucht ein Bedienfeld, oder? Am Bedienfeld, ja, steht ja am Bedienfeld aktiviert. Ich bin drauf, da steht ja. Ja, lauf mal. Okay, und in dem Sinne bedanke ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es wieder voll Spaß gemacht. Das ist immer total lustig. Und extrem komplex. Aber ich will immer 1000 Sachen gleichzeitig machen. Aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Aber ich will. Ich will einfach. Aber ich kann nicht. Das ist halt blöd. Aber wir werden es einfach dann so, wie es im echten Leben auch ist, machen. Eins, noch ein anderen. Nur nicht übertreiben. Nur nicht holen vom Holen kommen Kinder. Ah! Zombie! Weg! Ja. Mit der netten Dame. Und einer tollen Vergiftung. Verabschiede ich mich. Danke, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part. Discord reinschauen. Abo, Like, Comment. Nicht vergessen. Bis dann und ciao.